Dass wir das Ziel so früh erreicht haben, kam schon sehr überraschend für alle Außenstehenden. Für uns in den letzten Wochen gar nicht mehr so, weil wir uns das einfach erarbeitet haben, weil wir einfach wirklich eine gute Mannschaft sind. Und es war ein intensives Spiel, mussten gerade Kenan und ich vorne viel anlaufen. Aber letztendlich unterm Strich steht ein 4-1 für uns, ein verdienter Heimsieg. Und von daher hat sich die Arbeit und der Aufwand gelohnt. Man arbeitet viel für die Mannschaft, bereitet es auch so ein bisschen vor. Benitos Tor, da musste ich den nur so hinspitzeln, danach macht er es gut. Dass der Kenan dribbeln kann, wissen wir ja. Ich glaube, ich habe hinter der Mittellinie den Ball bekommen und ja, habe dann den freien Raum gesehen. Nimmt Tempo auf, dribbelt durchs Zentrum. Ich habe mir es dann einfach zugetraut. Ich dachte mir auch, heute muss mal einen raushauen. Am Ende dann bei dem Haken haben wir dann gedacht, okay, hoffentlich kann der andere den Ball nicht wegspitzeln. Gott sei Dank hat er dann einen Abschluss dann gefunden und ja, geniales Tor. Ja, ich denke, das ist absolut das schönste Tor heute gewesen. Als Stürmer willst du immer treffen und wenn du dann auch mal belohnt wirst, ist es natürlich umso schöner. Wir erobern den Ball und der David wechselt gut die Seite. Ja, ich habe mir gedacht, Kenan, der hat eine gute Flanke, hat mir schon auch in Testspielen viele aufgelegt. Ich glaube, die Flanke kam dann auch punktgenau und er hat dann auch den Ball dann gut getroffen und ja. Somit gehen wir 3-1 in Führung. Ball kommt raus und jemand dachte, okay, viel Präzision ist da, glaube ich, schwierig. Also ich habe einfach mit Gewalt eigentlich draufgehauen und hat gerecht. Das ist auf jeden Fall eine überragende Saison. Es ist einfach rundum geile Truppe. Wir haben uns ein Ziel gesetzt, dass wir die 40-Punkte-Marke erreichen. Die haben wir jetzt erreicht. Wir spielen ja trotzdem noch Punkte und wir spielen einfach damit, mit einem Zehnter bleiben und kann man keinen Punkt herschenken und das haben wir heute gezeigt. Wir arbeiten einfach in Ruhe und sind einfach auch noch nicht satt. Wir wollen noch ein paar Punkte holen.